Freunde, ich weiß, ich habe euch jetzt lange auf die Folter gespannt, was mit diesem Buch Verbannung von Shatawa geschrieben es auf sich hat. Deswegen, es gibt nicht mal ein großes Intro, alles drum und dran. Ich lasse euch jetzt nicht mehr lange warten. Wir legen einfach los. Was steht in diesem Buch Verbannung, nachdem ich Timmy, für alle, die das nicht gesehen haben, nachdem ich Timmy zusammen mit Snoopy aus den Höllenkrieger verbannt habe. Jetzt habe ich das Buch Verbannung bekommen von Shatawa. Okay, wir schauen mal rein. Die Verbannung für Timmy war wohl getan. Doch verliere ihn nicht aus deinem Bann. Seine Handlungen weben sich in deinem Plan. Doch hüte dich vor seinem finsteren Wahn. Okay, interessant. Seite 2, let's go. Ein Höllenkrieger kehrt stets zurück. An dem Punkt, wo sich Sexen im Blick. Die Seelenaxt bringt Opfer und Leid. Sei auf der Hut, sei stets bereit. Warte mal, okay. Timmy hat also irgendeinen Plan geschmiedet oder so. Will er mich besiegen? Will er mich stürzen? Was will er damit ausdrücken? Was will er mit jemandem... Oh mein Gott, jetzt bin ich mega verwirrt, Freunde. Was hat das zu bedeuten? Und dann diese andere Stelle mit einem Höllenkrieger kehrt stets zurück an den Punkt, wo sich Sechsen im Blick. Okay, das also da... Okay, da bin ich jetzt wirklich komplett raus, Freunde. Keine Ahnung, wenn ihr da Ideen habt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Aber ich bin jetzt überfordert. Das Einzige, was mir jetzt noch was sagt auf Seite 2 ist, die Seelenaxt bringt Opfer und Leid. Sei auf der Hut, sei stets bereit. Und wer sich zurückerinnern kann, Beule dreht ja mit seiner Axt so komplett durch und so und hat die letztens auch irgendwie verloren oder... Ich bin nicht im ganzen Bilde, bin ich euch ganz ehrlich, ich verfolge hier nicht alles. Aber das ist, was ich mitbekommen habe. Das habe ich auch, was ich von Snoopy gehört habe, sozusagen. Er hat ja auch mich angegriffen. Bedeutet, ich muss mit Beule irgendwie quatschen. Und ich sehe gerade, er ist tatsächlich auf dem Server. Deswegen, komm, wir schreiben es einfach mal an. Vielleicht dreht er wieder durch und will mich töten. Aber ich denke mal, er hat auch seine Lektion gelernt, nachdem seine Axt weg war. Deswegen, Beule, bist du da? So, ich frage erstmal. Weiß ja nie, ob irgendjemand an der AFK-Farm steht oder sonstiges. Aber ich bin... Also, Freunde, auch mal ganz kurz Recap, auch an die Leute, die jetzt gerade überhaupt nicht wissen, um was es eigentlich ging. Ich habe ein Buch bekommen von Shatawa, mitten aus dem Nichts. Das hieß Deine Hilfe. Darin stand auch in so einem Reim halt geschrieben, dass ich Tobis Kopf besorgen soll. Und als ich das dann gemacht habe, war das Buch auch plötzlich wieder weg. Dann haben Snoopy und ich ja eine Woche Zeit bekommen. Okay, Beule schreibt, Snoopy und ich haben eine Woche Zeit bekommen von Mira, dass wir einen Höllenkrieger aussuchen müssen, der aus den Höllenkriegern rausfliegen soll. Der verbannt wird sozusagen. Und als wir eine Woche Bedenkzeit hatten und hin und her und ich habe Geheimnisse rausgefunden und alles drum und dran, war klar, weil in diesem Geheimnissenbuch stand sozusagen umgeschrieben drin, dass Timmy die Höllenkrieger eh verlassen wollte. Und uns den Schicksal überlassen. Und deshalb haben wir ihn verbannt. Plötzlich hat er seine 20 Herzen verloren und sein Skin hat sich resettet. Okay, super. Ich schreibe mal ganz kurz Beule. Dann lass mal bei Tobis Haus treffen. Wichtig. Jedenfalls, nachdem Timmy verbannt wurde, habe ich dieses Buch in mein Inventar bekommen. Verbannung. Und jetzt haben wir das gerade gelesen und da steht dran, dass Timmy verbannt wurde und das ist wohlgetan und das ist super und was auch immer. Aber er hat irgendwelche finsteren Pläne und ich soll ihn beobachten. Deswegen habe ich auch mit ihm ein bisschen geredet, um ihn zu beobachten. Aber das ist ganz komisch und jetzt muss ich auf Beules Axt irgendwie Acht geben oder so. Beule, bist du da? Ja. Jo, was geht? Oh, du siehst Junge. So wunderschön aus, Mann. Ja, Mann, du aber auch im goldenen Glanz der Sonne. Ja, Mann. Ja. Okay, okay. Was wolltest du denn von mir? Was wollte ich von dir, Mann? Okay, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen verrückt und vielleicht hältst du mich dann für verrückt, aber ich krieg mittlerweile in letzter Zeit Bücher von jemandem, der hier nicht auf der Insel als Spieler ist, oder? Das geht mir doch genauso, Mann. Deswegen wollte ich auch mit dir reden, Mann. Ey, ich habe ein Buch bekommen, einfach von jemandem. Und du wirst mir nicht glauben, wie der heißt, ja? Der heißt... Sag. Shatawa. Shatawa heißt der, Mann. Nein! Nein! Was ist los? Was ist los, Kiro? Genau, von ihm kriege ich auch Bücher. Oder ihr Mann, deswegen wollte ich mit dir reden, Mann. Bro, du kennst doch meinen Spruch, wenn ich Mira beschwören möchte. Ja, genau deswegen. Ja, Mira, Shatawa, Mira oder sowas sagst du. Was ist jetzt Shatawa? Ist das ein männlicher KI-Admin, Digga? Was ist das? Ja, ich dachte auch, das wird wahrscheinlich wieder so ein Admin sein oder sowas, weil das Ding ist, dass bei mir ist das Buch ja wirklich signiert von Shatawa. Das heißt, richtig, es muss irgendeinen Spieler auf der YouTuber-Insel geben, der wirklich Shatawa heißt. Okay, hör mir zu, ganz, ganz wichtig. Ja.
Ich habe das erste Buch bekommen, das hieß Deine Hilfe. Und da wurde verlangt, eindeutig verlangt, dass ich Tobis Kopf besorgen soll. Das habe ich auch geschafft. Ich habe Tobis Kopf besorgt. Und danach ist das Buch verschwunden. Ich habe es, glaube ich, in meine Ender-Chest gepackt und es war einfach weg. Ja, aber mein Buch ist noch da. Ich habe mein Buch noch. Warte mal, in meinem Buch steht irgendwie sowas, dass ich soll irgendwie Seelen holen für meine Axt. Ich soll alle Seelen auf der ganzen YouTuber-Insel holen. Gott. Und wenn ich das... Beule! Und wenn ich... Ja, was ist ich los? Ich glaube, wir müssen verschiedenste Aufgaben erledigen. Und wenn wir das getan haben, dann sind die Bücher weg, dass es keine Beweise dafür gibt, dass wir irgendwie äußerlichen Einfluss hatten oder so. Bro, ich kann ich habe meine Aufgabe noch nicht erledigt und deswegen habe ich mein Buch noch. Ja, okay. Richtig, ich kann ja sozusagen gar nicht beweisen, dass ich beauftragt wurde von Shatterbar jetzt wegen Tobis Kopf. Es wird mir einfach nie jemand glauben. Ja, weil es dir weggenommen wäre. Warte mal, aber jetzt kannst du mir doch noch jemand glauben. Ich habe das Buch doch noch, Mann. Ja, richtig. Du könntest, Ich habe hier auch noch ein Buch von Shatterbar, ein zweites. Das ist das zweite Buch, was ich bekommen habe. Was steht da? Das habe ich erhalten, nachdem Supi und ich Timmy aus den Höllenkrieger verbannt haben. Aha, ja, okay. Richtig. Und da steht auch was wegen Seelenaxt. Und ich glaube, das könnte dich interessieren. Was steht in deinem Buch? Kannst du mir das geben? Warte, nimm mal mein Buch. Warte, ich gehe in die Ecke. Ich lese mal kurz deins, ja. Okay, Freunde, was steht in Boilys Buch? Du fandest das Buch, suchst nach Macht, die über das Menschliche hinaus entfacht. Deine Axt, so stark sie auch sein mag, genügt dir nicht mehr an diesem Tag. Ein Pfad zur Stärke, unermesslich und groß, doch dunkel und gefährlich wie ein bitterer Stoß. Die Axt des Berserkers, ein Todesurteil schwer, gab man dir zu richten, wer dich verhöhnt je mehr. Wer sich dir entgegenstellt, bereut es bald. Die Axt, ein Artefakt, gefräßig und kalt. Digga, was ist das? Sie nährt sich von Seelen der besiegten Blut und verleiht dir Macht, die Götter übertrifft in ihrer Glut. Doch wird es dir gelingen, dieses Ziel zu erfassen, wirst du all die Seelen der Axt überlassen. Das ist übelst gruselig, Freunde. Was hat er da für ein Buch bekommen? Und deswegen wird das in meiner Verbannung auch erwähnt, weil ich glaube, vielleicht ist es meine Aufgabe, dass Boyle nicht komplett übertreibt, dass seine Axt so seelenhungrig wird und so alles drum und dran. Boyle, hallo, Boyle? Wo bist du? Kiro, ich bin hier. Warte mal, was soll das heißen? Die Seelenaxt bringt stets Leid oder sowas? Was ist damit gemeint? Also, dein Buch ist ja übelst gruselig verfasst worden von Shatterbar. Ja, Mann, aber der hat mir irgendwie erklärt, wie mein Item funktioniert und hat mir dann gesagt, dass ich noch stärker werden kann, Mann, dass mein Item stärker wird, je mehr Seelen ich bekomme. Okay. Aber was? Moment. Was hat das einen Zusammenhang zu deinem Buch? Lass mal Schlussfolgern wegen meinem ersten Buch. Das würde bedeuten, dass deine Aufgabe darin besteht, dass du irgendwen halt, glaube ich, killst. Ich glaube, es ist komplett egal. Ja. Ich glaube, vielleicht ist dann die Aufgabe erledigt. Aber meine Aufgabe ist es vielleicht, dass du nicht auch irgendwie verbannt wirst oder dass dein Item wieder weg ist, dass ich dich halt so ein bisschen unter Kontrolle bringe oder so. Sonst was anderes könnte ich... Hältst, was? Ja, halt, dass ich zu dir sage, so Boyle, chill, so, weißt du, wir müssen so ein Safe Word ausmachen. Nein, Mann, das brauchen wir nicht tun, Mann, Kiro. Boyle, ich weiß einfach nur, dass meine Axt mehr... Was wird das jetzt, Mann? Ich mag das einfach. Aktivierst du mich jetzt, ey? Ich mag das einfach. Ja, es ist echt cool, Mann. Meine Axt ist so super. Und wenn ich meine Axt noch stärker machen kann, Mann, dann wäre das richtig cool. Deswegen. Okay, ja, weißt du, wo es ja hingeführt hat, dass du dein Item verloren hast. Weil du auf Snoopy und mich losgegangen bist. Wo kommt denn dieser Shatterwar auf einmal her, Mann? Was ist Shatterwar für eine Person, ey? Ich weiß es auch nicht. Ich hab doch immer nur so gesagt, Mira, Mira, Shatterwar so. Und auf einmal schreibt irgendeiner. Aber weißt du, was bei meinem Buch mir überhaupt keinen Sinn ergibt? Wo dran steht, die Höllenkrieger kommen immer wieder zurück, da wo sich die Sechsen im Blick, oder wie auch immer. So in der Art. Ich verstehe dein Buch nicht. Das ist viel zu kompliziert geschrieben, Mann. Ich check nicht, was da drin steht. Deins ist so richtig auf Blut runzt so auf den. Und meins ist irgendwie so richtig, das checkt man irgendwie gar nicht. Ja, naja, okay, aber das gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du weißt, was mit deinem Buch gemeint ist. Ich meine, anscheinend hat das ja irgendwas mit mir zu tun, ey. Hat das irgendwas mit mir zu tun. Irgendwas, ich verstehe noch nicht die klare Aufgabe darin, weil die Aufgaben werden eigentlich wurden bis jetzt nur eindeutig gesagt. Bei dir hieß es, okay, du musst Seelen besorgen mit deiner Axt. Bei mir war es, hol Tobites Kopf, aber in meinem jetzigen Buch gibt es keine klar definierte Aufgabe. Das macht da irgendwie alles keinen Sinn.
Ich hab doch auch keine Ahnung, Kiro. Aber jedenfalls sag mir Bescheid, wenn du das herausgefunden hast. Ich werde auf jeden Fall noch mit anderen Leuten reden. Ja. Ich hab da schon Ideen, mit wem man so reden kann. Und ich bin echt gespannt. Ich möchte mehr über Shatawa herausfinden. Ich möchte wissen, wer das ist. Ich meine, das müssen wir auf jeden Fall zusammen herausfinden, ey. Ja, ich glaube, ich muss da auch mal Mira dazu fragen, was sie dazu sagt. Ja, genau. Das ist super duper wichtig. Okay, Freunde, es ist jetzt schon einige Zeit tatsächlich vergangen und jetzt ist gerade Timmy auf dem Server, was eigentlich ganz wichtig ist, weil in meinem Buch steht ja drin, dass er ja irgendwelche finsteren Pläne hat, die meine Pläne durchkreuzen und deswegen will ich jetzt einfach ein bisschen spionieren und herausfinden, was er irgendwie vorhaben könnte. Ob es irgendwie relevant ist, ob es mich wirklich betrifft oder ob das in dem Buch, was da drin steht, nur Quacksalber ist. Timmy hat zwar schon angedroht, dass er irgendwie den Vertrag auflösen will oder sonstiges, aber das funktioniert doch nicht. Der Vertrag ist doch egal. Er hat mir doch letztens gesagt, ja, der Vertrag ist sowieso nicht relevant und so. Aber er hat gesagt, er hat nur geblufft. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur der Bluff war. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo er vielleicht sein könnte. Er ist anscheinend nicht, weiß nicht, zu Hause. Ist er beim Alpha Tower drüben? Wo ist er denn? Ich muss ihn gerade mal nur finden, Freunde. Oh mein Gott. Beule. Oh mein Gott. Hallo. Das ist doch der Sinn der Sache. Ich bin unbesiegbar, Mann. Ich würde gerne meinen Kopf wieder haben. Ja, okay, warte, Tim. Oh mein Gott, ja, warte doch. Okay. Warte mal, Ich kann dir jetzt hier sehr, sehr gut belauschen, Freunde. Ja, hör doch mal. Ich gebe dir vielleicht deinen Kopf wieder. Hast du einen Toten? Ich mach mal hier lieber die Tür zu. Ich mach einen Tausch. Ich kann die sehr gut beobachten, Freunde. Ich will jetzt wissen, was er da vielleicht sagt. Ja. Deine Enderperlen, Mann. Was ist das denn jetzt? Ich hol mir diesen Kopf zurück. Okay. Alter, ich sag dir echt, du hast die Fähigkeiten nur wegen mir, Alter. Und jetzt kommst du schon wieder und fällst mir in den Rücken. Bro, du wirst sehen, jetzt du wirst wieder damit an Freunde. Ich glaub, das mit dem Vertrag war wirklich der Bluff. Du bist kein Heldenkrieger mehr, Timmy. Du bist nicht mehr der Heldenkrieger gerade hier. Da, siehst du, da ist mein Gesicht noch. Da, ich bin nämlich noch ein Teil. Oh mein Gott, die dürfen mich bloß nicht sehen. Also gut, Beule kann mich ruhig sehen, aber Timmy darf mich halt überhaupt nicht sehen. Ey, ich sag dir, du bist auf falschem Weg, Alter. Ich sag dir ehrlich, ihr seid alle auf dem verrückten, komischen Weg, Alter. Versteht ihr das? Ich mir alles wegnehmen kann, aber ihr checkt das nicht. Nee, ihr denkt auch, ich bluff oder so. Genau. Ey, du müsstest doch wissen, wie das ist, ohne Item zu sein, Beule, Junge. Es gibt einen neuen Herrscher, Timmy. Es gibt ab jetzt einen neuen Herrscher, Mann. Und wer ist das? Shatawa ist jetzt auf ja, der Shatawa! Der entscheidet jetzt. Ich glaube halt wirklich, das könnte ein neuer Abend sein, Freunde. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, ehrlich, was sie dazu sagt, ob das irgendwie ein Admin ist oder so. Amira war ja eine KI-Admin-Dame. Ich will nicht wörtchen mit ihm reden. Kiro, wo bist du? Ich will mich nicht zeigen. Kiro wird sich genauso. Ruf doch deinen Boss her. Soll er doch mit mir quatschen oder traut er sich nicht? Ja? Kiro ist nicht mein Boss, Mann. Hey! Wie, Kiro ist nicht dein Boss? Junge, weißt du überhaupt, warum ich überhaupt aus den Höllkirchen rausgegangen bin? Vielleicht wollte ich ja auch aus den Höllkirchen einfach austreten. Schon mal da. Ja, das hatte er vor, das stimmt. Das stand nämlich im Geheimnisbuch einfach. Ihr wahnsinnig seid. Ihr habt alle zu viel, keine Ahnung, Counter-Strike gezockt oder so. Ihr wollt alle die nächsten krassen Waffen haben, die nächsten krassen Items. Rede der, Alter. Seid die besten. Und er war nur neidisch auf unsere Waffen, seid ehrlich, Ihr seid nicht unantastbar. Es wird Möglichkeiten geben, euch down zu kriegen, Alter. Der redet schon wie so ein Crystal-Krieger, Digga. Ja, du willst jetzt den Vertrag auflösen, oder was? Ist das dein Ziel? Bro, vielleicht löse ich den Vertrag auf und dann gucken wir mal, ob du immer noch so eine große Klappe hast. Oh mein Gott, Freunde, das könnte der Plan sein. Das könnte der finstere Plan sein, von dem gesprochen wurde. Mit seinen ganzen Hühnern-Sachen da. Er will den Vertrag. Moment. Junge. Hiro, du Huhn, Ich geh jetzt rein. Hiro wird dir hier nicht helfen. Bro, das gibt's doch nicht. Da ist er doch. Nee, das ist nicht gut. Der ist hier irgendwo. Wo ist der? Der ist auf dem. Hallo? Da ist er doch da hinten. Ich seh ihn doch. Ja, was willst du, Blödmann, Alter. Wie beleidigst du direkt? Redner mit Respekt, Junge. Und du, hör mal auf, sowas hier zu machen. Das reicht jetzt langsam. Was machst du denn jetzt schon wieder für Terror, Alter? Ich höre dich von 10 Kilometer aus rumheulen. Ja, wollt ihr euch jetzt entschuldigen bei mir? Entschuldigung, wäre doch angebracht, oder? Entschuldigung. Was ist das? Was hast du mir gegeben? Die heilige Slab-Karotte. Die will ich aber nicht. Hallo, Goldäpfel zu mir. Hey, Goldäpfel soll zu mir. Die Goldäpfel. Ja, warte, hier. Hier, da hast du einen Goldäpfel.
Ich will diesen Karotte nicht, Junge. Das ist ein Goldapfel, vertrau mir. So, weißt du was, Kiro? Du hast die ganzen Items nur bekommen durch... Wen hast du es bekommen? Durch Mira. Stimmt's? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja, richtig, richtig. Mira hat mir mein wunderbares Item gegeben. Ja, ja. Diese blöden Hühner sollen abhauen. Ich will diese Hühner nicht, die nerven, Junge. Ey, Mann, hör doch damit auf. Was ist hier geworden? Ja, ich habe zwei Herzen noch. So, hier. Was willst du jetzt? Kriegst doch Gold dafür, Alter. Gnade sei dir hold. Ja, okay. Ja, okay, und auf was bist du jetzt hinaus? Mira hat uns die Sachen gegeben, ja, schön und gut. Okay, aber erstmal will ich wissen, warum habt ihr überhaupt mich rausgeworfen? Warum müsst ihr auf jemanden opfern bei Mira? Ach, willst du jetzt endlich zuhören? Ja, ich will wissen, warum Mira wollte, dass er einen raussucht. Snoopy wurde doch verstoßen von der Insel und eingesperrt von Mira in so ein Admin-Gefängnis. Ja, und ich habe mit Glitches es geschafft, ihn dort rauszuholen, obwohl Mira gesagt hat, dass sein Erzfeind ihn nur befreien kann. Und das wäre eigentlich Sue gewesen. Und dann hat Mira uns abgepasst, weil sie hat natürlich davon Wind bekommen, weil sie kriegt halt alles mit, logischerweise. Und sie hat gesagt, ein Gefangener gegen ein Gefangener oder sowas in der Art und hat uns dann eine Woche Zeit gegeben, dass wir einen aus den Höllenkrieg verbannen müssen. Es war nicht mal unsere Entscheidung. Ich hatte da selber keinen Bock drauf. Doch, das war unsere Entscheidung. Was ich dazu sage, dass wir dich schon immer raus. Hey, werd mal nicht respektlos jetzt. Los, ich bin Beule. Und warum habt ihr mich rausgeworfen? Eigentlich hätte es Beule werden sollen. Aber bin ich's geworden? Wer hat das Item, Timmy? Wer hat ein Item? Wer hat kein Item, Timmy? Guck mal, weißt du aber warum? Wisst ihr, warum es Beule werden sollte? Weil er hat plötzlich Snoopy und mich halt angegriffen und wir dachten, der dreht langsam durch und greift seine eigenen Leute an, weil er sein Item so krass toll findet und so. Naja, aber dann hat er sich wirklich ehrenhaft entschuldigt. Und hat nochmal alle Schuld auf sich genommen. Bro, und dann ist er aus dem Raster gefallen. Weil er sein Item verloren hat und nur ich hat ihn zurückgegeben. Ja, wie denn? Oh, er geht auf dich. Oh. Ich glaube, ihr habt ein Problemchen da. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Stress. Das ist immer, wenn der nicht redet. Immer, wenn er gemutet ist, dann greift er mich an, komischerweise. Ich weiß auch nicht. Das macht er immer so. Dann kann er vielleicht einmal länger geblutet bleiben. Vielleicht greift er dann dich an oder so. Beule aktivieren! Oh, let's go! Ich hol mir diesen Beule an, dann hört doch mal auf mit dem Ball. Oh mein Gott, Bro, es reicht mir langsam, Alter, Bro. Aus, Timmy, ist es ein Kopf, den du mir geben musst. Ich will deinen blöden Kopf nicht hier, zieh dich jetzt endlich. Die größere Gefahr ist sowieso. Oh nein, Beule. Das ist die Aufgabe. Ey, weg damit, weg mit euch. Hallo, abhauen, abhauen. Abstand. Abhauen. Ohne zwei Leisten. Du Ekliger. Gib mir den Kopf wieder. Er hat seinen eigenen Kopf wieder. Gib mir den Kopf wieder. Ey, Slap-Karotte. Das ist mein Kopf, Bro. Aktivieren. Mann, das nervt mich so hart, ne? Gib mir Beules Kopf wieder, Bro! Ach komm, Timmy, ich hab erledigt. Warte, hier ist dein Kopf. Okay, nee. Okay. Weißt du was? Ich wollte es nicht aussprechen. Und ich weiß, das ist eigentlich das Letzte, was ich machen will. Weil damit will ich eigentlich die Höllenkrieger auslöschen. Aber ich glaube, ich muss es machen. Ich sag dir, ich werde es machen. Nee, das ist genau, was in meinem Buch steht. Genau so eine Geschichte. Hol Beule jetzt her. Ansonsten wird wirklich nur ein Unheil passieren, wo du wirklich Angst haben wirst, Alter. So, ich bestelle ihn her. Ja, hol ihn her. Ansonsten, Bro, geht's richtig Rambazamba gleich. Er ist aber nicht mehr online. Okay, dann werde ich es dir jetzt sagen. Ich werde das commit. Ich werde es dir jetzt sagen. Ja, jetzt, was los? Was ist jetzt dein finsterer Plan? Die Höllenkrieger sind dir wichtig, ne? Sag mal ehrlich. Ja, richtig. Nicht so wie dir. Magst die Höllenkrieger, ne? So, dein Item ist ja auch wichtig, ne? Natürlich. Deine Josefs, von wie die alle heißen, ja? Natürlich, die beschützen mich. Und du willst doch deine Crew nicht verlieren, oder? Willst du deine Crew verlieren? Sag mal ehrlich, Kiro. Nicht, Alter. Das sind zwar ein bisschen so größenwahnsinnige Holzköpfe, aber die sind trotzdem fein, Alter. Ich gebe dir genau 20 Minuten, ja, um die Höllenkrieger herzuholen. Okay, Bro. Okay, wenn du so spielen willst, Bro, alles gut. Aber ich sag dir ehrlich, du wirst das mies bereuen. Mies bereuen wirst du. Was soll das heißen? Und zwar, ich werde mit Mira reden. Oh, du gehst petzen. Ja, sehr stark. Hast okay. Du Angst, ne, dass ich mit Mira rede? Ja, ich zitter schon. Aber weißt du was? Ja. Es gibt da noch ein Ass im Ärmel, was du vielleicht nicht berücksichtigt hast. Du hast nicht mal Ärmel an, Alter.
Was redest du? Den Vertrag werde ich auflösen! Zwischen Mira und den Höllenkrieger, was sagst du dazu? Das traust du dich sowieso nicht! Wer hat denn damals den Vertrag ins Leben gerufen, ne? Ja, wer hat sich denn geopfert und so? Ja, wer hat zuerst Herzen bekommen und so? Ja, ja. Ja, ganz klasse Geschichten. Ja, ich werde alles auflösen. Ich werde Mira die ganze Wahrheit sagen. Du traust dich eh nicht zu Mira zu gehen! Ja, okay, Bro, denk nur so. Denk, alles gut, Bro. Denk, wenn du denkst, dass ich mich nicht trau, wirst schon sehen, was dabei rauskommt. Ist dein Ego wirklich so klein oder was, dass du das jetzt nötig hast? Du hättest das ganz einfach klären können, indem du sagst, ey, hier hast du die Sachen wieder. Welche Sachen? Dann ganz easy. Bro, mich wieder aufnehmen bei den Höllenkriegern und mich als Teamchef leiten lassen. Ja, ich hab doch gesagt, für mich bleibst du der Höllenkrieger, aber du hörst mir ja nicht zu. Nein. Du hast es ausgesprochen, du musst es wieder gerade biegen. Und ich sag dir ehrlich, ab jetzt bist du mein Erzfeind. Und Kiro, ich sag dir auch, hättest du mir vertraut, dass wir uns gegen die Großen, gegen die Starken einsetzen und die Schwachen beschützen. Das haben wir auch gemacht. Haben wir nicht gemacht. Wo haben wir das nicht gemacht? Haben wir nicht gemacht. Die ganze Zeit Muni geärgert, die ganze Zeit Sticks geärgert. Ja, das haben die Holzköpfe gemacht, ich war da nicht dabei. Ja, Bro, bei mir kann man ja auch reden. Sitter Six hat seine Strafe von mir bekommen, deswegen war er auch im Knast, ganz normal. Mit den anderen kann man ja auch reden, aber Bro, mit dir kann man reden, mit den anderen nicht. Und ich sag dir ehrlich, klär das, ansonsten muss ich mit Mira quatschen und das willst du. Ja, das traust du dich eh nicht, sag ich ganz ehrlich. Weil ich hab noch mein Buch, wo alles drin steht, dass ich meinen pinken Drachen noch bekommen werde. Achso, die ich alte Leier glauben. Wieder. Ja, viel Spaß dabei. Was für die alte Leier? Ich werde dich, Bro, du wirst schon sehen. Ich hab ein Buch, wo drin steht, dass deine finsteren Pläne meine Pläne durchkreuzen wollen. Das heißt, irgendwas ist hier schon vorbestimmt. Und deinen komischen Shutter-Meister, Meier, keine Ahnung, wie der heißt, ne? Weißt du was? Ja. Ja, mach das. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt, dein komischer Schatter, Gott? Hä? Ja, hä? Du traust dich doch eh nicht zu Mira zu gehen. Du kackst Schatter dich doch eh davor ein. Krakauer oder was weiß ich, wie der heißt. Ja, Alter. Krakauer, Alter. Krakauer Wurst, Alter. Weißt du? Ja, und normal, Meisterin Mira ist die Beste. Bro, das, was ihr macht, ist Gotteslästerung. Das macht man nicht, Alter. Das ist absolut nichts Gotteslästerung, was man machen kann. Weißt du, ich wissen, wer Shuttower ist, verdammt nochmal. Ja, du kennst doch Shuttower aus dein Nachbar oder so. Keine Ahnung, wie der heißt, ey. Das ist maximal dein Nachbar. Das ist nicht mein Nachbar. Mein Nachbar ist mein bester Freund, vielleicht Alter. Vielleicht ist das der Nachbar von Lofty, Alter. Wer weiß das schon? Bleib mal genau da stehen, ja, du kleiner Ekliger. Ja, bleib doch da stehen. Ja, denkst auch, du bist witzig, ne? Ja, dann ganz witzig, Kiro. Egal, ich geh jetzt zu Mira und werd mit dir quatschen. Und wirst machst sehen, du eh Alter. Nicht, machst du eh nicht. Ja, doch, mach ich. Ich hab das jetzt so gesagt, weil ich ihn verfolgen will. Ich geh jetzt aber trotzdem mit. Moment. Fliegt der zu Mai oder was? Hallo? Kann ich fliegen? Okay. Ist er bei Mai? Ist Timmy bei Mai? Moment. Das macht er doch nicht wirklich, oder? Der bricht doch jetzt den Vertrag nicht. Der sagt doch jetzt nicht, die mobben mich, die ärgern mich. Bitte. Löst den Vertrag auf. Hä? Der ist ja wirklich hier. Ich höre ihn nur nicht. Ich würde ihn so gerne hören. Aber ich kann mich halt da nirgendwo verstecken, logischerweise nicht. Okay, Freunde, ich muss da jetzt irgendwie rankommen. Nicht, dass er jetzt irgendwie mit Mira redet. Hallo, Timmy. Und zwar, Mira, ist es folgendes. Die ärgern mich wieder, die Höllenkrieger. Und ich will. Er geht ja wirklich petzen einfach. Du willst die Höllenkrieger auflösen? Ja, genau. Ich will den Vertrag auflösen zwischen. Der meint das jetzt. Oh mein Gott, Freunde. Ich kann da nicht länger zuhören. Mira weiß das sowieso, dass ich zugehört habe. We talk jetzt. Oh mein Gott, der meint das jetzt. Das Ding ist, ich muss mit Mira später auch noch quatschen, was wegen Shuttower jetzt eigentlich los ist. Ich habe da ja auch noch gar nicht mit ihr geredet. Ich muss unbedingt wissen, was mit Shuttower los ist. Und ob Timmy das jetzt ernst meint mit dem Vertrag auflösen. Oh mein Gott. Das geht gar nicht fit. Das geht absolut nicht fit. Ich hätte nicht gedacht, dass er das jetzt durchzieht. Verliere ich jetzt meine Kräfte gleich? Okay, Kiro Slingshot ist doch da. Es ist alles noch am Platz. Verbannung ist auch noch da von Shuttower. Ich muss Mira gleich fragen. Oder ist das irgendwie jetzt die Planung von größerer Macht? Oh mein Gott, vielleicht hätte ich doch gar nicht weggehen sollen. Warte mal, vielleicht gehe ich doch mal hin. Oh, das ist alles nicht gut.
Geht noch irgendwas? Ich hab ne Idee, Freunde. Ich werde versuchen, und ihr habt's auch Mira schon weg? Geschrieben, mit Moni. Und zwar, wenn ich vielleicht mit Moni irgendwie... Warte mal, ist Mira schon weg? Mit... Oh, oh. Und wir wieder zusammenkommen. Alter, wie krass wäre... Du kleiner, ekliger Putz, was willst du hier? Wo ist hier die Toilette? Ah? Ich suche die Toilette. Ah, suchst Toilette, ne? Hast du gehört, was ich zu Mira gesagt habe? Ich suche ne? Toilette. Ja, ich werde nämlich bald euch auflösen, ihr blöden Männer. Ich hab mich verlaufen. Ja, du kommst Du kommst da nicht raus, so blöd, Mann. Bro, ich geb dir noch eine... Pass mal auf. Hallo. Oh mein Gott. Ich hab's so verbasselt. Herr, du Dummkopf! Was denn? Was? So, du hast gesehen, ich blöff nicht. Oder? Du hast bestimmt mitgehört, oder? Sag mal ehrlich. Hä? Okay, ist ja auch egal. Also, du warst jetzt im Mai, hast Mira gerufen, sie ist nicht gekommen, aber du wolltest petzen gehen, ja? Ah, du denkst, sie ist nicht gekommen. Diese Spiele willst du machen, ja? Ja, Kiro, es gibt da eine Möglichkeit. Als ob sie nicht weiß, was du vorhast. Ich sag's mal so, sie ist auf meiner Seite und fühlt sich gut an, wieder die richtige Welt zu sehen. Nicht mit deiner komischen Höllenkriegerbrille, Alter, wo jeder dein Gegner ist, Alter. Okay, ja, also bist du jetzt Freunde mit alle, ja? Willst du ein Crystal-Krieger werden oder was? Ich hab mal eine Frage, Kiro. Ja, bitte. Kannst du mir eigentlich verzeihen, Bro? Hey, wie random kommt das denn jetzt? Ja, Bro, also hättest du vielleicht ein Herz und würdest einfach zustimmen, mir zu verzeihen, Bro? Bro, also ich würde dir verzeihen, wenn du mir... Wir sind ja Freunde und so, weißt du? Guck mal, wenn du mir vernünftig zugehört hättest und nicht auf einmal beleidigend geworden wärst und gesagt, ich bin dein Erzfeind, also solange du das noch siehst und ich dahin geht, keine Entwicklung sehe, dann verzeih ich dir einfach auch bis dahin nicht. Also, hä? Ja, Bro, guck mal, ich sag's mal so. Ich... Timmy, der Große, der Liebe und Barmherzige, verzeih dir. Und vielleicht war das gut, dass du mich rausgeworfen hast. So, kannst du mir auch verzeihen, Kiro? Woher kommt dieser 180-Grad-Wende so von null auf nichts? Kannst du mir verzeihen, Kiro? Ja, ich denke schon. Also, kommt drauf an. Wir waren ja Freunde, ne? Vorher hast du mich Erzfeind noch genannt. Nein, das war ja so ein... Also, ich wollte einfach nur gucken, wie weit wir schon sind, aber... Wir sind ja schon Bros und so, weißt du? Ich glaube, eine Chance kann ich dir definitiv doch geben, weil sonst gab es ja eigentlich nie was zwischen uns so, außer also damals wegen Moody. Ja, schon eigentlich. Das ist korrekt von dir. Danke dir, Kiro. Ja, ich habe eigentlich keine weiteren Fragen, ne? Ja, ich muss jetzt selber mal mit Mira quatschen, okay? Ach, mit Mira musst du quatschen, ja, und dann mach das mal bis das später. Ist, das ist von wichtiger Bedeutung. So. Okay, ich probier's. Freunde, ich hol jetzt Mira. Mira, Shatterworld. Hör auf, so rumzuschreien. Okay, hallo Meisterin Mira. Gefällt dir das nicht mit Mira, Shatterworld? Ich dachte, das war was Schönes. Ich habe nichts mit Shatterworld zu tun. Hä? Moment! Dir sagt also der Name Shatterworld was? Dazu möchte ich dir nichts sagen. Haha! Hey, Timmy, auf zuzuhören! Geh weg jetzt. Was wolltest du jetzt von mir? Okay, also ich habe halt so ein Buch bekommen von Shatterbaum und da steht irgendwas drin, dass Timmy meine Pläne vereiteln möchte, seine finsteren Pläne, meine Pläne durchkreuzen, aber wer ist Shatterbaum jetzt? Wer ist das? Was Timmy machen möchte, kann er selber entscheiden. Hä? Hey Shatterbaum, das willst du nachher ausfinden. Oh oh. Hä? Sonst weiß doch Mira alles, was hier auf der Insel eigentlich abgeht. Wo ist jetzt Timmy eigentlich? Oh mein Gott, das ist überhaupt nicht, was ich jetzt erwartet habe. Ja, sie hat sogar gesagt, das geht mich nichts an oder sowas in der Richtung. Aber sie mischt sich nicht ein. Ich habe gerade... Nee. Wie? Seit wann macht Mira sowas? Okay, Freunde, das ist gar nicht gut. Haben wir vielleicht wirklich einen von Mira erstellten Admin hier auf der Insel und sie will darüber nicht reden? Ist das etwa die Lösung? Oh Gott, Freunde, was hat das Buch Verbannung auf sich? Und warum will Timmy den Vertrag beenden? So viele Fragen in meinem Kopf. Oh Gott, Freunde, okay, wenn ihr aber dazu nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert und haut die Glocke kaputt.